Na, dann leite doch mal ein. Ich, jetzt schon. Heute geht's weiter mit dem SEAT-Projekt, oder nicht? Ja, heute geht's weiter. Aha, ja. Was machst du denn heute? Was hast du heute vor? Was ich heute mache? Ja. Komm, heute kommt endlich mal nach 2-3 Wochen die Achsversatzplatten rein. Ja. Mit 4 cm Tieferlegung und 2 Grad Sturz. Sind wir mal gespannt, wa? Sind wir gespannt, ob das überhaupt passt, ob wir den dann noch ablegen können. Mal sehen. Oder ob es da in der Hose geht. Aber es muss rein, weil das Rad hat hinten mal heftig geschliffen und die Karre wollte nicht runterfallen. Vorne haben wir es ja geschafft mit der Antriebswelle, dass es abgesackt ist. Ja, also ein bisschen, aber da schleift sie auch dran. Aber die hässlichen Dinger müssen ja auch drauf. Ja, die riesen Bämmen. Später müssen die auch noch drauf, hat er recht. Aber. Aber wir haben eben Vorteil, wenn es nicht geht, bleibt das Auto stehen. Ja, genau. Dann bleibt es stehen. Weil wenn der die Karre nicht ablässt, stößt das Rad immer hier dran. Genau, und durch die Achsversatzplatten sollte die Achse gerade runter. Genau, und Achsversatzplatten haben wir das Glück, dass das Rad dann ja abgelassen so steht, wie es jetzt steht, im besten Fall. Und mit 2 Grad Sturz hoffentlich, wenn das so passt, dass er dann schräg reinrutscht, dass wir den trotzdem noch mit denen erstmal ablegen können. Ich hoffe es. Ich hoffe auch. Ja, denken positiv, das wird schon. Ist ab. Ich denke. Naja, wir warten noch. Die anderen Jungs kommen gleich noch. Wir fangen schon mal an, oder? Stevie fängt an, vorzubereiten, dann alles rausbauen, Platten rein. Wir filmen es natürlich so gut wie es geht. Und dann werden wir mal weiter sehen, wie das wird, oder? Hey girl, what it do? If you got friends, cool, bring a few too. No fun if the homies can't have none. R.I.P. Nate Dogg, shit is too true. And you know what I'm down for. Round 2, round 3 and a round 4. Yeah, for West, you trying to fuck. So, die Achsaufnahme ist jetzt soweit freigeräumt. Die Jungs haben alles abgebaut. Gereinigt haben sie es auch eben. Da ist schon abgeschliffen ordentlich. Ja, jetzt kommt was drauf? Zeig's mir. Achsversatzplatte. Versatzplatten, wenn es montiert. Und quasi, war die so drauf. Jo. Die hängt höher, deswegen die 4 cm tiefer. Ja. Damit er quasi wieder auf das gleiche Maß runterfällt oder sogar vielleicht noch um 2 cm tiefer fällt. Werden wir sehen. Wollen wir die haben? Welche Firma war das? Deep Society. Deep Society. Da gehen Grüße raus in Deep Society, dass die uns die 2 schicken Dinger gemacht und geschickt haben. Das ist natürlich echt gespannt. Die sind natürlich ein Teil von dem Projekt von Steven, was dann jetzt wie gesagt ansteht. Ja, ne? Ja. Alles schön fest ist jetzt der Plan. Warte. Auf jeden Fall zeigen euch dann gleich noch, wenn die montiert ist. Vielleicht sieht man den Sturz schon an der Platte ein bisschen, wenn wir sehen. Sagt, die Frage ist ja wirklich dann nachher, wie fern taucht das näher ordentlich ein, vorübergehend. Jetzt gibt es eine kleine Planänderung. Ja, also bei der Montage ist aufgefallen, dass das Radlager Schrott ist. Wo liegt es da hinten? Da ist es. Ja. Und naja, egal. Wir bestellen jetzt gleich 2 neue. Drüben bauen die Jungs auch schon mal ab, machen da weiter. So ist das nun mal. Wir springen dann jetzt einfach zum nächsten Tag, wo wir dann quasi die neuen Radlager montieren, alles fertig bauen, würde ich sagen. Und auf geht's. So, nächster Tag. So, Radlager ist auf jeden Fall jetzt neu. Die Seite, drüben wird das noch gemacht von den Jungs. Ja, das alte hatte nicht so viel Bock, rechts und links. Achsersatzplatten sind dran. Soweit ist es auch alles wieder dran. Wir hauen jetzt noch die Felgen drauf und dann lassen wir es ab. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. So, ihr seht da, Steven bringt die Felgen. Hauen wir die jetzt noch drauf zum Gucken. Jetzt könnt ihr ein kleines Pörnchen, wie es aussieht, inwiefern es gepasst gebracht hat. Und dann war es das schon. Ja, und dann geht's zum Go-Kart fahren. So sieht es nämlich aus. Also weiter geht's. Jetzt steht das Auto fertig, soweit und unsere Seite aus. Räder sind jetzt andere, wir mussten die Räder tauschen. Da die Räder, die wir eigentlich drauf hatten, leider doch zu breit waren, was wir nicht dachten, weil die eigentlich doch relativ schmal sind. Die Maße waren 8x18 ET45. Ja, genau, die waren drauf. Die waren zu breit, das ist eigentlich Straßenbahnqualität, also mega schmal. Jetzt haben wir die Originalen drauf gebaut, die sind natürlich einen Tacken schmaler, jetzt konnten wir runterlassen. Ja, wie gesagt, wir haben Antriebswelle vorne verjüngt reingebaut, hinten haben wir jetzt die Achsersatzplatten nochmal reingebaut. Dadurch kam natürlich 4 cm das Rad nach hinten gewandert und nochmal tiefer mit Sturz 2 Grad. Kann ich auch nochmal zeigen, mal gucken, ob wir das von der Kamera reinkriegen. Ich denke schon, spätestens im Boden gleich. So, gucken wir mal hier. Ja, das sieht schon sehr sexy aus.
Genau, das war jetzt der Werdegang und der Plan. Ja. Die Radlager mussten wir leider auch tauschen. Die hatten, wie gesagt, keine Lust, aber ist nicht schlimm. Sehen sie es halt auch neu. So, der nächste Weg ist eigentlich, das Auto geht zum Blechbumser, wa? Ich graue schon, ja, zum Blechbumser. Zum Blechbumser, der wird sich an der Karre austoben. 3 cm breiter. 3 cm breiter wird das Ding. Mal gucken, ob dann die Felgen drunter passen. Und dann war der Plan, die anderen Felgen drunter. Eigentlich wird das Auto nur wegen den Felgen verbreitert, so hart das klingt, aber tja, wir bauen halt das Auto um die Felgen ringsherum. Blech können wir natürlich in der, ja, können wir, also das können wir nicht, wir können so schon ein bisschen Blech, wie man es hier beim Opel sieht. Also ein paar Blechsachen machen wir auch, aber solche krassen Sachen nicht. Das ist dann mit das macht dann der Profi. Plastischweisen genau. Hinten und alles. Der macht Plastischweisen und die komplette Blechverbreiterung, das überlassen wir dann noch dem Profi, so ehrlich müssen wir sein. Ich zeige euch nochmal die Felgen, die dann drauf kommen. Das sind wunderschöne 8,5 mal 18, 35 geworden. 8,5 mal 18, 35, 3 SDM. Ihr habt ja schon mal gesehen, die sind natürlich übertrieben sexy. Und die brauchen halt Platz, den Platz bekommen die und es wird geil. Auf jeden Fall war es das jetzt von uns soweit. Wir werden jetzt mal schnell in den Porn rutschen. Wir geben uns da jetzt Mühe. Dann seht ihr das nochmal so ein bisschen klar jetzt auf diesen normalen Felgen, aber scheiß drauf. Und dann denke ich mal, werdet ihr das Auto das nächste Mal erst sehen, wenn wir das Auto zum Blechbumser fahren per Trailer. Dann seht ihr den eigentlich. Denke ich mal stark. Also rein in den Film. Zum Kartfahren mit dem ganzen Team. Am Steuer Christi. Ach, schwer. Das Lauch. Ihr seht die Farben. Der Hammer, oder? Ja, auf jeden Fall sind wir da heute mit 24 Leuten vertreten. Werden wir natürlich ein bisschen filmen, mal gucken, wie es wird. Und da werden wir euch da auf dem Laufenden halten. Und jetzt nach dem Einbau von Steven seinem Achsersatzplatten hinten werden wir mal sehen, ja, bis er sagt, den Tag ausklingen lassen. Boah. Also bis gleich. Yeah, anybody can